Da bin ich schon wieder. Und wir heben den jetzt einfach mal rundherum aus. Und hoffen, dass wir nicht wieder auf Wasser treffen. Also so ein Slime, also so ein Junk generell hat eine Größe von, waren es 15 oder waren es 16 mal 16 Blöcken. Und das hat den einfachen Grund, weil in solchen Junks es deutlich einfacher ist, das Ganze unter Kontrolle zu halten von Ladezeiten und Aktualisierungen und so. Weil zum Beispiel sich die Junks nur aktiv halten, wenn du in einem gewissen Umkreis davon bist. Ich weiß jetzt gerade nicht in welchem, aber wenn du zu weit entfernt bist von einem ja aktiven Junk, sag ich mal, zum Beispiel von deiner Bude, wenn du da ein bisschen zu weit entfernt bist, wird das stillgelegt, um einfach die Performance zu sparen. Und es gibt jetzt zum Beispiel Mods, die ich jetzt beispielsweise auch drinne habe, zum Beispiel die NPC-Mod. Da kannst du ein NPC bauen, setz den einfach zum Beispiel in deine Felder rein und lässt den und gibst dem einen Job, nämlich den Junk aktiv zu halten, und dann wachsen zum Beispiel deine Sachen auch weiter. Was sie zum Beispiel dann nicht tun würden, wenn du sowas nicht hast und zu weit weg bist, dann ist das ja alles inaktiv, um halt die Performance zu sparen. Und dementsprechend wächst dann da halt auf deinen Feldern auch nichts mehr. So als kleines Beispiel. Und dadurch, da gibt es halt dann halt beispielsweise diese NPCs, die wo du dann halt den Job als Junk-Aktivhalter geben kannst. Ist richtig nett, finde ich, aber man muss halt auch bedenken, wenn dieser Junk aktiv bleibt und wenn du das öfters machst, kann darunter natürlich dann auch die Performance leiden. Das ist ganz klar. Ich denke mal, warum braucht man nicht zu erklären, weil je mehr aktiv ist, desto mehr Leistung braucht das halt einfach. So, jetzt haben wir einmal außen rum gebaut. Ich glaube, auf diese Höhe, glaube ich, das ist schon zu hoch. Ich glaube, mich zu erinnern, dass das nur bis zu Level 40, glaube ich, ist. Also etagenmäßig, ne? Bis zu einer Ebene von 40, glaube ich, spawnen die. Muss ich aber gleich nochmal gucken. Aber das macht nichts. Da können wir uns hier, wir können dann hier eventuell trotzdem noch unsere Bude, also unsere Farm weiterbauen. Weil die ist ja oberhalb von Level 40 und können es dann so klein, so kleinen Nebengang können wir uns dann zum Beispiel geben, wo wir dann halt ja nach unten kommen. Ne? Aber ich bin jetzt mal ganz kurz, ich gehe mal ganz kurz gucken. Die Slime Junks bis zu einer Höhe. Minecraft Slime Junk. Kann ich da direkt auf die Wiki zugreifen? Auf eine deutsche, wenn es geht. Das ist Englisch, das ist Deutsch. Ein Slime. Schleime sind aggressive Monster in drei Größen. Sie erscheinen als grüne, leicht durchsichtige Würfel. Eigenschaften. Schleimjunks, sagen wir so. Schleime spawnen unterhalb der Ebene 40 in zufällig ausgewählten Schleimjunks. Im Gegensatz zu anderen Monstern spawnen Schleime hier unabhängig vom Lichtlevel, also auch in ausgeleuchteten Höhlen. Und genau das werden wir dann tun, dass wir das richtig gut ausleuchten. Und dann spawnen dann nämlich nur die Schleimse und keine Zombies oder ähnliches, die dann wieder diese Spawnplätze wegnehmen. Weil es kann ja auch immer nur pro Junk eine gewisse Anzahl Monster spawnen. Und wenn halt alles dunkel ist, ist die Wahrscheinlichkeit halt viel, viel höher, dass ein Zombie und Co. spawnt, als halt ein Schleim. Und deswegen müssen wir dann das komplette Ding auch noch ganz gut ausleuchten, dass da halt auch wirklich das kommt, was wir wollen und brauchen. So, das heißt, wir sind jetzt hier auf Level 50. Also hier spawnen jetzt definitiv keine Schleimse. Das macht aber nichts, weil wir könnten hier zum Beispiel unsere Netherwarzenfarm bauen. Nein, du sollst gerade nichts essen, du sollst das hinstellen. Oh, Alter, jetzt läuft das Viech doch einfach durch mich durch. Mann.
Ich sehe aus dem Augenwinkel nur diesen weißen Strahl, weißt du, und erschrecke schon. Böser Geist. Ja, es ist wieder dunkel, ne? Es ist dunkel. Es scheint, als würden diese Geister nur auftauchen, wenn es dunkel ist und dann scheinbar auch immer nur in meiner Nähe. Ich bin verflucht. Ich ziehe Geister an. Ich sehe tote Menschen. Ich sehe tote Menschen. Wo ist mein Dingens? Ah, Mann, mein Herz. Oh nö, ich glaube, das steht noch drüben. Hä? Habe ich irgendwas vergessen? Ach, da oben. Ups. Also offensichtlich spawnen diese Geister tatsächlich nur nachts. Ah, hier. Guten Tag. Ich glaube, ich nehme mich aber gerade wieder mit. Ach komm, da kann ich den Rest auch mal behandeln. Wenn ich schon mal da bin. So, du kriegst auch noch was. So, ich nehme mich mit. Und das hat den Vorteil, wir können nämlich nach oben gehen, können pennen und dann ist nämlich Feierabend. Und das ist auch vermutlich der Grund, warum das letzte Mal nicht so viele Geister da waren. Wo ich gesagt habe, ach, eine halbe Stunde und drei Geister, das geht noch. Aus dem Grund, dass ich wahrscheinlich irgendwie geschlafen habe und dass es hell gewesen ist. Weil ihr seht, wir haben irgendwie, keine Ahnung, 18 Uhr gehabt. Also ganz, ganz kurz, nachdem es dunkel geworden ist, nachdem die Dämmerung angefangen hat. Und dann kommt der erste Geist und vorher die ganze Zeit über nicht. Das bedeutet für mich, dass der nur kommt, wenn es wirklich dunkel ist. Und ich habe keine Ahnung mehr, warum ich jetzt hoch bin. Was wollte ich denn? Irgendwas kriegt da hinten Schaden. Ich glaube, da hinten ist irgendwo ein Zombie, genau. Hallo, Zombie. Ich sehe dich. Mach's gut. War nett mit dir. Auch wenn wir uns gar nicht kannten. Egal. Ich mag dich trotzdem. So, wo waren wir? Wir haben... Ach genau, ich wollte Fackeln, wollte ich machen, ja. Fackeln. Da fackel ich nicht lange. Und unsere wunderschöne Glastür. Ich mag... Oh, ich liebe es, mit Glas zu bauen. Deswegen, lieber Sinubin, weißt du Bescheid, ne? Mit Glastreppen und Glasstufen. Weil es gibt, ohne Scheiß, es gibt nichts Geileres als ein Treppenhaus aus Glastreppen. Das ist so, das sieht so mega geil aus, wenn du da nach unten guckst und kannst da komplett durchgucken. In der Realität hasse ich sowas, ganz ehrlich. In der Realität kann ich sowas überhaupt nicht ab. Aber so bei Minecraft, ich finde das mega geil. Ich habe in meinem Hauptspielstand, den ich bei einem Special dann auch mal zeigen werde, habe ich übrigens auch den Vorteil, dass ich damals mit ich weiß gar nicht mehr, war das Schissel? Ich weiß gar nicht mehr. Als ich die Mods noch drinne hatte dafür, habe ich ein riesiges Gewächshaus gebaut aus Glas. Und das sah so mega geil aus. Ich glaube, das würde man jetzt aktuell gar nicht mehr sehen, wenn ich mich jetzt einloggen würde, weil diese Mods gehen ja einfach nicht mehr. Ich müsste höchstens dann mit der 1.7.10 einloggen, wenn ich euch den Spielstand zeige. Dann könnte es sein, dass es funktioniert. Ich weiß es aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, was da die letzte Version war, wo ich gespielt hatte. Ich weiß auch gar nicht, ob man das sieht, lieber Sinubin, wenn du das hier... na, Maus, was willst du? Wenn du das hier guckst, weißt du zufälligerweise, ob das funktioniert, dass man irgendwo sehen kann, mit was für einer Version man gespielt hat vorher? Weil da müsste ich das nämlich über Live in the Woods, müsste ich das theoretisch dann starten. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich habe schon ewig nicht mehr mit Live in the Woods gespielt. Ist auf der einen Seite ein bisschen schade, weil Live in the Woods war echt gut. Auf der anderen Seite wundert es mich nicht, weil es ist halt mega veraltet und es wird halt auch nicht mehr viel dran geändert. Das ist das Problem halt leider. Hier lang. Boah, du scheiß Zombie. Hast du mich jetzt erschreckt? Der ist scheinbar hier oben, wo
wo dieses, ach, sag mal, diese Schlucht oben dunkel ist. Das ist das, was ich meine, dass ich ganz gerne hergehe und einfach, ja, ne? Dass ich einfach verdammt gerne alles zuschütte, damit sowas eben nicht passiert. Weil ich finde das irgendwie grausam, wenn dann oben irgendwo Zombies stehen oder unten drunter. Ich erinnere mich dann immer ganz gerne zurück an die Zeit, wo ich noch meine Berge abgebaut habe und mit Dynamit rumprobiert habe und dann leider Gottes ein winzig kleines bisschen zu tief reingegangen bin in die Erde nach unten. Und dann erstmal ein riesiges Loch, ne? Abgesehen davon, ein riesiges Loch erstmal im Boden hatte. Und ich mir dachte, ah, nee, komm, ne, bist ja, komm, nee, das ist mir zu viel. Ich setz einfach nur ein Dingens drüber und gut ist. Also, dass ich halt einfach nur so eine Erddecke drüber gezogen habe und das nicht komplett aufgefüllt habe. Ich habe es sehr schnell bereut. Weil das wurde dann eine Monsterbrutstätte, wenn man es so sieht. Die ich dann, und das war ja direkt unter meinem Haupthaus wohlgemerkt, ne? Ich konnte dann halt auch nicht mehr schlafen. Und mit dem Resultat, dass ich dann mich darunter trauen musste, die Viecher töten musste und dann wirklich alles zuschütten musste. Und dabei natürlich dann auch einen halben Herzinfarkt hatte, weil da nämlich diese berühmte Stelle kam, wo hinter mir die Kuh durchs Loch gefallen ist, wo ich mich runtergegraben hatte und mir dann wirklich so einen Schreck eingejagt hat. Ey, boah. Schade, dass ich da zu dem Zeitpunkt noch keine Let's Plays aufgenommen habe. Aber das ist, oh Gott, das ist schon Jahre her. Da war meine Mutter noch topfit gewesen in dieser Zeit. Da war meine Mutter noch fleißige World of Warcraft-Spielerin gewesen. Da war noch nicht mal ansatzweise Anzeichen irgendeiner Krankheit. So, wir haben jetzt hier ausgeleuchtet. Ach, ausgeleuchtet. Ja, natürlich haben wir ausgeleuchtet. Wir haben jetzt hier das erste Ding ins ausgehöhlt. Hier alles, was hier ausgehöhlt ist, ne, da spawnen dann überall die Slimes, die Schleimse, aber erst ein bisschen weiter unten. Das habe ich mir jetzt nur mal hier ausgehöhlt, damit ich halt Bescheid weiß. Und ich hätte mir eigentlich ein paar Leitern mitnehmen können. Weil das hebe ich jetzt einfach aus bis ganz unten hin. Man könnte es durchaus auch einfach so. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, Zombie. Ich höre dich. Ich weiß, dass du da bist. Man könnte auch durchaus hergehen und sich nach unten bauen, aber ich finde es persönlich doch etwas leichter, wenn man oben das Grundding ausgehoben hat und dann einfach hergeht und sich einfach nach unten gräbt bis zum Schluss und dann habe ich die Leitern alle verbraten irgendwo hin? Weiß ich gar nicht mehr. Wo war ich? Ach ja, dass man sich tatsächlich runtergräbt bis zur Stufe 7. Also, dass auf der 6 noch eine Packung. Ja, was heißt Packung? Dass halt auf Ebene 6 halt noch eine Schicht, eine normale Schicht ist, die man dann, sag ich mal, als Grund nehmen kann. Und da hat man nämlich das Problem nicht, dass man sich mit Grundgestein rumplagen muss, ne? Das heißt, wir graben so weit runter, bis der erste Grundgesteinspopel kommt. Und auf diesem Grundgesteinspopel bauen wir dann die ganz normale Schicht. Und wenn da alles funktioniert, so wie es soll, sollte es eigentlich keine Probleme geben. Vorausgesetzt, man erwischt jetzt natürlich keine Hunderte. Okay. Wenn wir natürlich das hier sehen, na, wenn wir natürlich das hier sehen, das machen wir natürlich dicht, weil wir wollen ja schließlich nur den Schleim-Junk haben und nicht irgendwelche Monster noch zwischendrin. Deswegen, wir kreisen oder was heißt, wir kreisen, wir schließen.
Och, Alter, dieses verschissene Schild hier. Das geht mir so auf den Keks manchmal. So. Nö. Und alles, was da halt zu viel ist, das nehmen wir mal halt weg. Natürlich auch nach oben. Ganz klar. Und hier an der Seite. Und was halt da jetzt an Höhlen oder so angrenzt, das kommt halt weg. Beziehungsweise, das wird dann halt hier begradigt. So, und das, da bauen wir uns jetzt einfach runter bis ganz unten hin. Theoretisch, wohlgemerkt, theoretisch, würde es auch ausreichen. Achso, ich wollte gerade sagen. Wenn wir irgendwie eine oder zwei am Anfang erst nur mal machen. Das würde zu Beginn auch erstmal reichen. Weil wir ja einfach, weil es sonst halt einfach sehr, sehr, sehr lange braucht. Aber im Grunde. So, hier kann ich eigentlich noch eine Station weiter runter, weil dann habe ich nämlich. Dann habe ich nämlich die drei Stationen hier. Drei Stationen. Was sage ich denn da? Da habe ich dann nämlich hier, dass ich immer die vollen Dinge halt hier habe, weißt du? So, jetzt geht's auch gleich wieder, jetzt geht auch gleich die Geisterstunde wieder los, ne? So. Geht eigentlich recht flott. Eigentlich. Na? Ah, ich habe mal wieder keinen Platz. Wie so oft. Oh Gott, ich muss auch mal. Ich muss auch die Taschen leeren. Da ist ja fast kein Platz mehr drin. Du kannst eigentlich noch rein. Dich baue ich jetzt auch mal mit rein. Ja, sag ich doch. Wir haben 18:42 und die Geisterstunde geht los. Und wir haben direkt den Geist bei uns gehabt gerade. Sag ich ja. Also tagsüber scheinen die definitiv nicht aufzutauchen, sondern immer nur nachts. Und 18:42 Uhr ist offiziell die Minecraft-Abenddämmerung, die beginnt. Also kommt dann meistens, da kommt dann auch immer diese Meldung, Abenddämmerung beginnt. Und direkt zu diesem Zeitpunkt scheint dann immer einer der Geister aufzutauchen. Das ist echt interessant. Hier. Ich habe gerade schon wieder meinen Tisch gesucht. So. Einmal das und einmal das. Ups. Das scheint um 18:42 Uhr, wenn die Abenddämmerung ganz frisch beginnt, scheint dann auf jeden Fall der erste Geist immer aufzutauchen. Ob es danach jetzt zufällig, ob der jetzt danach zufällig erscheint oder. Oder ob das auch geskriptet ist, das weiß ich jetzt nicht. Ah, ich glaube, das ist nur diese Seite. So, wups und wups und wups und wups. So, und da haben wir auch wieder ein winzig kleines bisschen tiefer. Müssen aber noch in diese Richtung. Also es dauert schon seine Weile, bis wir wirklich ganz unten sind. Aber es ist kein Ding der Unmöglichkeit. Und es geht deutlich schneller, als wenn ich hier mit einer Einzelspitzhacke hergehen muss, ne? Also bedenkt das mal. Nein, du sollst. Bist du doof? Ja gut, ich muss eh darunter. Ja, geil. Haha. Getroffen. Aber du kriegst mich nicht. Ja, ja, ist ja gut, Mädel. Ist ja gut. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß doch, dass du da bist. Und dass du mich sehr gerne hast.
Also ich glaube allerdings, auch wenn man sich dran gewöhnt hat und wenn man weiß, dass da Geisterchen aufkommen, ich glaube, es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, in was für einer Situation man sich befindet. Ist man jetzt natürlich die ganze Dach nur hier am Bauen oder so, glaube ich, ist das bei weitem nicht so schlimm, als wenn du jetzt, keine Ahnung, vielleicht irgendwie gerade unter Tage bist und gerade eine Höhlentour machst oder so. Das stelle ich mir gruselig vor. Wenn du eh schon Schiss haben musst. Und wenn du dann noch irgendwie auf Geister oder sowas triffst, ne, die dich halt einfach mal wegschrecken, ich glaube, das ist doch schon ganz dezent assi. So. Normalerweise würde ich jetzt unten diese Höhle eigentlich zubauen. Allerdings brauchen wir das eigentlich gar nicht, weil wir müssen da eh runtergraben. Und das, was einfach zu viel ist, was dann angrenzt, das wird dann halt, da wird dann halt einfach eine Wand gezogen. Und dann kommt da eigentlich dann auch nichts mehr. Und dann ist das ja abgeschottet und dann geht das. Man müsste dann höchstens später mal rumreisen durch die Höhlen und müsste mal alles ausleuchten. Ja, damit halt nicht mehr so viel da spawnt und man halt praktisch die Spawnrate halt dann wirklich in dem Schleim, in dem Slime-Junk halt einfach drin hat. Weil was bringt einem ein Slime-Junk, der schön ausgeleuchtet ist und wo was fleißig spawnen kann, wenn der Großteil diverser Viecher, die wohl noch nicht mal Schleim sind, immer noch unter Tage spawnt, weil da einfach so viel Gehöhl einfach ist. Deswegen sagt man zum Beispiel, wenn du irgendwie eine Hauptbude bauen möchtest, baue sie nicht da, wo viele Höhlen sind. Aber das ist wirklich leichter gesagt als getan. Ups. So, jetzt ist Sense. Jetzt muss ich dann bei Gelegenheit erstmal die Taschen leeren. So volle Taschen hatte ich schon ganz lange nicht mehr. Es würde sich vielleicht auch anbieten, mal einen zweiten Rucksack zu machen. So. Ja, ist ja gut. Ich bin doch da. Gehen wir doch nicht auf den Keks, Mädel. Alles gut. Hallo. Jetzt verkrübelt euch doch nicht jedes Mal irgendwo da unten hin. Ich möchte euch doch angreifen. Jetzt. Ach komm. Du. Ach, das ist doch. Böse Creeper. Badass hier. Sehr gut. So, das haben wir freigeräumt. Jetzt können wir hier mal freiräumen. Mal so entlang buddeln, dass wir halt nicht irgendwo unbedingt in eine Höhle knallen. Das wäre nicht so geil. Vor allem nicht in eine Höhle knallen, wo wir nicht mehr rauskommen. So. So, und wir sehen jetzt zum Beispiel hier, dass hier das halt jetzt eins zu weit ist. Und da ziehen wir jetzt einfach eine Wand hoch und dann hat sich die Sache, weißt du, und dann ist das gut. Na, jetzt. So, dann machen wir hier das weiter. Ich weiß, ich lebe gerade gefährlich in der Hinsicht, dass hier alles stockfinster wirklich ist. Aber eigentlich sollte hier nichts passieren, weil die Monster nur bei einem im Umkreis von, ich weiß nicht, 16 Blöcken oder so spawnen. Das heißt, wir sind also genau in dem Bereich, wo uns eigentlich nichts passieren sollte, außer in diesem Höhlengang halt. Da könnte halt irgendwo hinten was kommen. Aber ansonsten müsste eigentlich alles brav sein. So, hier ist die Decke. Die müssen wir hier zumachen. Ach, Alter, das Geräusch ist gruselig. Es kommt aber auch jedes Mal so ein komischer Lichtstrahl, ne? Wenn auch dieses Sample kommt. Allerdings weiß ich leider nicht, in welcher Hinsicht, also warum.
was denn da noch kommt. Vielleicht ist es ein anderer Geist. Keine Ahnung. Hör auf, mich zu belästigen. Aber wir haben schon 4 Uhr morgens. Es wird bald draußen hell. Dann ist auch die Geisterzeit für diesen Tag um. Alter, und bei mir kommt gerade die Sonne raus. Ich sehe kaum noch was gerade. Weil hier gerade alles voll hell wird. Was soll das denn? Jetzt ist das mit diesen Geistern wieder relativ gruselig, weil ich... Alter, du scheiß Virenschutz. Was soll das denn? Geh weg. Meine Fresse, ey. Bin ich gerade erschrocken. Alter, wie mies das gerade war. So, hier haben wir zum Beispiel auch noch Zeug gezubbelt in der Wand. Bevor ich da natürlich zumache, hole ich das natürlich raus. Das lasse ich natürlich nicht verkommen. Und dann wird... Na, hier auch noch. Schön zugebaut. Alter, hör, kannst du mal aufhören, da drüben mit den Tischen rumzuschieben? Ist jetzt nicht so, dass ich mich da voll erschrecke. Aber es stört doch so ein bisschen, dieses Möp hier die ganze Zeit im Ohr zu haben. So, dann machen wir hier jetzt auch mal dicht. Und bei Gelegenheit werde ich dann mal mit einer kleinen Höhlentour... Oh. Was? Da oben habe ich was vergessen wegzunehmen. Oh nö. Jetzt komme ich da nicht mehr hin, glaube ich. Oder? Komm. Ah, einmal und... Ah doch, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, da haben wir jetzt also dicht. Da muss ich dann nur gucken, hier in dieser Hinsicht. Und wir können jetzt weiter abbauen. Weil die Höhle ist jetzt gesichert praktisch. Und da geht das dann. Aber ich glaube, ich darf mich dann mal so langsam auf den Rückweg machen, weil hier ist nämlich gleich alles voll. So, gut. Ich verkrümmel mich erstmal zurück. Und, Hallo? Klasse. Es ist natürlich, natürlich war ich so schlau. Warte, da muss ich lang. Ja, toll. Ne? Hast du super gemacht, Sira. Hast du super gemacht, Sira. Du voll schlaues Mädel. So, erstmal den Weg finden, hier lang. Oh, Moment, ich hätte vielleicht... Na gut, ich bin hier oben. Ich kann notfalls mit Pfeilen, mit Pfeil und Bogen kann ich mich zur Wehr setzen. Und dann huscheln wir erstmal zurück, leeren unsere Taschen, bevor dass wir weitermachen. Ich muss erstmal nachdenken. Da. So, erstmal hier. Und erstmal den Rest hier rein, damit ich Platz habe. Für das Steingezubbel. Na, jetzt nimm das doch mal. Gut. Ne, hier ist noch was. Und da ist noch was. So. Hups und hups. Hups, hups. Einmal, zweimal, dreimal. Da haben wir noch Feuersteine. Das kommt in die Schmiede hinten. So, jetzt kannst du auch mit... Bup, 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 bup. Schwups, schwups und schwups. Jo. Ach ja, genau, die da, die müssen auch noch. Hatte ich die bei Gestein vorne? Ja, da. So, der Rest kommt in die Schmiede hinten, dass das eingeschmelzt wird. So, dann mal ab durch die Mitte.
Was war das denn bitte gerade? Ja, und man sieht, es sind eigentlich relativ viele Slime-Junks da, ne? Wie man sieht. Aber da oben ist das ein bisschen praktisch. Warte. Hier ist es ein bisschen unpraktisch, weil hier die ganzen Räume kommen für die Produktion noch mit. Und deswegen, es bietet sich einfach an, dass man das einfach drüben macht, wo die ganzen Hallo? Es bietet sich halt einfach an, dass man das drüben macht, wo die ganzen Farmen sind und dann halt unten drunter, weil die ja erst ab Stufe 40 unterhalb dann halt erst spawnen und ich dann halt einfach nur diese einzelnen Ebene habe für das Gemüse im Lager, aber ja eventuell auch tiefer gehen könnte, wenn ich es brauche. Von daher bietet sich das auf der anderen Seite doch eher an. Ach, da haben wir noch ein bisschen... Ach, Moment, ich muss erst...